So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Gravity. Heute werden wir... Oh mein Gott! Was ist denn hier passiert? Ach, hier ist ein Blitz eingeschlagen! Wie krass! Oh, aber ich hab... Moment mal. Wollen wir die fangen? Okay, ich brauche erstmal einen Bogen. Was geht denn hier ab, Alter? Es ist ja so, wenn irgendwie ein Blitz einschlägt auf so ein Teil, dann kommen ja solche Skelettreiter. Aber das Problem ist ja, die sind ja so stark. Na? Die machen mir voll viel Schaden wahrscheinlich. Ich habe keine Pfeile, Moment mal. Krass, Alter, es geht denn ab, ey. Na gut, die haben ja nur Gravity, die Dinger. Oh, ein Glück. Oh, jetzt hauen sie sich gegenseitig. Aua, aua. Nächster. Droppen die nicht auch irgendwie, Okay, ein Pferd haben wir schon mal. Das könnten wir eigentlich rein theoretisch zähmen. Hab ich nicht irgendwo noch einen Sattel? Ich hab doch einen Sattel. Ja! Ich hab einen Sattel. Oh, ein Glück. Ja gut, dann schießen wir die jetzt einfach noch zu Ende ab und dann... So. Und ihr beide da hinten noch? Egal, dann haben wir ein Pferd. Wie cool ist das denn? Ja gut, dann können wir damit direkt irgendwie losreiten und ein bisschen Zuckerrohr sammeln. Denn das war ja die Challenge. Alter, es geht ein Ab, ey. Die haben mich richtig penetriert hier. So. Ich habe sogar eine Rüstung. Ach, wie schön. Okay, gut. Dann versuchen wir das Ding mal zu zähmen. War das mit Äpfeln oder Knochen? Ich meine, das ist Knochenpferd. Ja, probieren wir es aus. So, na komm. Du bist ja bestimmt... Warte, wie viel Leben hast du? Du hast weniger. Ne, nehme ich dich. Siehst mir aus wie so ein richtiger Hengst. Habe ich dich? Tatsache. Aber ich glaube, das Ding hat ja gar keine Gravity. Ha! Oh, das ist doof. Ich glaube... ich muss noch einstellen, dass wenn Pferde getamed sind, dass sie da wieder Gravity haben, weil ansonsten ist es hier ein bisschen sinnlos. Ich glaube, das stelle ich noch ein. Also getamte Sachen, also auch getamte Schweine und so weiter, dass die alle Gravity haben. Okay, gut, du kannst ja eh nicht weglaufen, aber wir packen dich trotzdem irgendwo hin. So, das ist natürlich echt ein bisschen doof, aber ich mache das noch, das update ich noch. Das ist ein guter Einwand von mir. Dankeschön, Noah. Danke für diese tolle Idee. Ja, wie gesagt, das muss halt noch gemacht werden. Gut. Hi, wir haben ein Pferd. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist echt krass. So, wir können übrigens auch das hier zumachen. Ich habe nämlich eben gerade noch vor der Aufnahme hier hinten die unendliche Wasserquelle hin verschoben. Da. Weil ich da hinten noch ein bisschen terraformen möchte demnächst. Und das hier noch so ein bisschen alles nach oben bringe, damit ich einfach mehr Platz habe. So, aber heute können wir leider nicht das Pferd verwenden. Müssen deswegen auf eigenem Fuß dahin. Wollte ich ein bisschen Zuckerrohr sammeln, denn es wird langsam echt ein bisschen überfällig, dass wir Zuckerrohr haben. Und deshalb habe ich mir gedacht... Gehen wir doch direkt mal los. Und ich glaube, ich habe eine Idee, wo wir hingehen können. So. Weil die einzige Richtung, wo wir noch nicht wirklich lange ran sind, ist die da. Und da gehen wir jetzt hin. Aber zuallererst, ist es schon Tag? Oder ist es noch Nacht? Ich guck mal, ob ich schlafen kann. Ich kann das so schlecht erkennen. Nein. Okay. Gut. Dann. Wenn wir das Ganze schauen, das brauchen wir alles hier nicht. Wir müssen jetzt gerade kein Haus bauen. Wo ist denn unser Essen? Haben wir kein Essen mehr? Ach, wahrscheinlich... Hä, aber ich habe ja wohl nicht die gebratenen Kartoffeln da unten rein, oder? Naja, schauen wir mal. Aua, Manu. So. Ich muss nämlich echt dringend was essen. Ja, da sind sie doch. Ich bin ein Vollidiot. Okay, gut. Nehmen wir uns aber die gebratenen Kartoffeln mit. Die Kartoffeln an sich müssen dann irgendwie automatisch in so einen Ofen rein. Muss ich mal schauen, ob ich das noch hinkriege. So... Was cool wäre, wenn man den Vakuumhopper auf bestimmte Sachen einstellen könnte. Aber das wäre ein bisschen zu viel Aufwand, weil man da jedes einzelne Item nehmen muss. Was schade ist eigentlich. Das fände ich echt cool. Aber hey. Gut, wir werden heute in Richtung... Ja, hier gehen. Das ist noch eins. Krass. Also dieses Gewitter. Das sind jetzt... Ach, guck mal, das ist immer noch unser geschorenes Schaf. Das geht denn ab, ey. Oh Mann. Ach, ich liebe diese Welt mittlerweile. So, wo sind wir denn ungefähr? Wir sind bei... Okay, wir müssten noch ein Stückchen weiterlaufen, glaube ich. Müssen aber immer gucken, ob wir vielleicht auf dem Weg irgendwas sehen. Okay, und ja. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen gescoutet mit meinem zweiten Account. Hab mal geschaut, wo was sein könnte. Und tatsächlich ist es irgendwie erst 10 Millionen Blöcke weiter entfernt. Aber wir werden das schon finden. So. Hopp. Ich muss auch wieder was essen. Ach, ist so schön. Ich weiß auch nicht. Manchmal bin ich echt glücklich, wieder hier zu sein. Und manchmal bin ich eigentlich immer. Das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ich freue mich immer voll drauf, das aufzunehmen. Das ist echt ein super Projekt.
So, bin ich hier mal gestorben? Da hinten? War das gegen den Enderman? Ich glaube schon. So. Aber. Genau. So, jetzt kommt. Ah! Zuckerrohr, wir haben es gefunden! Hey, wir müssen gar nicht so weit. Haha. Oh Gott, Leute, wir haben Zuckerrohr. Okay. Erstmal alles mitsammeln, was wir haben. Und dann können wir das direkt auch zu den Autofarmern noch dazu packen. Jawohl. Gut, perfekt. Dann packen wir das in die Mitte. Das sind diese vier dann immer. Super. Perfekt. Oh mein Gott. Ja, göttlich. Dann haben wir jetzt genug. Warte mal. Vielleicht finden wir hier noch was in der Nähe. Wenn hier schon was ist, können wir direkt nochmal gucken, ob hier vielleicht noch mehr ist. Da. Tatsächlich. Okay. Denn ich möchte direkt alles anpflanzen. Und dazu noch was craften. Oder verreicht das jetzt nicht? So. Schön. Ach, perfekt, Leute. Oh, ich bin gerade happy. Ja! Woo! Ach man, cool. Es läuft doch wieder alles super. Dann können wir uns jetzt auch endlich ein Buch machen, hoffentlich. Haben wir noch... Warte, wir können ja vielleicht, wenn wir noch eine Kuh auf dem Weg finden, die auch nochmal kurz ihres Leders berauben. Und dann, ja. Oh, super. Oh mein Gott, ist das toll. Und vielleicht kriegen wir hier noch eine coole Kohleader raus. So eine etwas größere vielleicht sogar. Haben wir noch direkt mal ein paar XP. So. Jawohl. Nochmal bitte. Ich brauche noch mehr davon. Vielleicht gehen wir auch einfach in die Hölle kurz. Ja, wir gehen wahrscheinlich einfach direkt mal kurz Quarz sammeln. Haben wir ja genug Quarz da in der Gegend. Das spawnt ja richtig viel Quarz. Habt ihr das gesehen in der letzten oder vorletzten Folge? Das war ja krass. Oh mein Gott. Wow. Ich kann mich noch daran erinnern. Vielleicht übertreibe ich auch gerade, aber es war echt crazy. So. Ach man, ich kenne mich langsam hier richtig gut aus. Ich weiß nicht. Ich habe immer ein richtiges Orientierungsproblem in Minecraft, aber jetzt, mittlerweile, komme ich echt gut zurecht, muss ich sagen. So. Ach ja, Leute. So. Aua. Hilfe. Nein, komm zurück, Pfeil. Nein. Na gut, die Knochen nehme ich aber mit. Ich muss ja eh noch ein bisschen was mit Farming machen. So, kann man mit Knochen noch irgendwas machen? Ja, Knochenblöcke, ne? Ja, Knochenblöcke gibt es jetzt neue. Aber ansonsten auch nicht wirklich viel. Vielleicht können wir da noch was machen. Vielleicht so einen Knochenbogen oder so. Das finde ich cool. Knochenbogen. Ich würde da generell Items reinpacken, also halbe Items. Dafür müsste ich halt eigene Texturen einfügen und so. Aber ich denke mal, dass damit jeder zurechtkommen wird. Weil ich mache das ja in den Installer. Und da werde ich den Items-Mod einfach mit dem Installer machen. Mit so einer Batch-Datei, nicht mit dem Installer. Da muss man halt nicht wirklich viel machen. Das ist praktisch. Ja, mal schauen. Ich glaube, ich mache auch noch so, dass wenn man... dass man noch in die Batch-Datei dann automatisch so eine Example-Welt bekommt. Die, das ist sozusagen, keine Ahnung, die dann halt dafür sorgt, dass es cool ist. Und dass man dann direkt so eine Example-Welt hat und wo man sehen kann, okay, so geht das. Und so funktioniert das. Das wäre, glaube ich, noch ganz praktisch. Einfach so als kleine Hilfe. Und falls man es selber nicht installieren kann, dass man einfach die Welt nimmt. Oder dass ich nur eine Schematic mache mit einem Serde. Das wäre auch noch praktisch. Ich glaube, die kann ich auch noch nehmen. Gut. Ich will halt Vanilla Forge so einfach wie möglich für jeden machen, dass man damit klarkommt. Was wollte ich tun? Ich wollte ein paar Bücher machen und vor allem wollte ich das hier kurz anpflanzen. So. Ach, super. Okay, dann müssen wir ganz kurz mal... Oh, da haben wir sogar noch... Warte mal. Das. So. Perfekt. Das müssen wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen effizienter machen und extra für die, aber, ne, ihr wisst ja, das geht ja nicht so easy einfach immer. Was noch relativ cool wäre, wäre, wenn wir irgendwo hier, ich glaube, das hat ja noch eine größere Reichweite, das ganze Zeug, ne, das kann man ja, oh Gott, rein theoretisch sogar noch ein bisschen übertreiben. Hey, mach jetzt nicht mein Feld kaputt, mein Freund. So, oh, was hat er gedroppt? Ach, ganz normales Zombiefleisch. Ich dachte mir, dass wir vielleicht hier sozusagen ein Pumpkin hinpacken und Pumpkins brauchen ja relativ lang. Und wenn ein Pumpkin wächst, dann wird er durch ein Redstone-Signal weitergeleitet und dadurch, also wir können ja hier irgendwie so ein Pumpkin anpflanzen. Huch, das hat ja mal eine ganz schöne Reichweite, ne? Und dann immer, wenn der Pumpkin fertig ist, dann triggert er das Redstone hier und dann wird quasi alles aktiviert. Das finde ich cool. Ich glaube, das mache ich. Ist halt dann irgendwann das ganze Feld leer. Oh, scheiße. Verdammt. Ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn. Nee, wir müssen noch eine eigene Farm dafür machen und noch eigene Harvester. Weil Zuckerrohr ist natürlich eins höher. Ach, Manu, ich bin ein Dummerchen. Na gut. Pflanzen wir kurz noch mal ein bisschen was anderes an. Die nehme ich wieder mit.
Und ein paar Karotten. So. Aber mit dem Kürbis machen wir es auf jeden Fall auch noch. Das ist eine Option, die kommt auf jeden Fall noch. Vielleicht können wir die direkt in der nächsten Folge machen. Ich werd abgeschossen, ich weiß aber nicht woher. Von unten. Nee, ich habe jetzt keine Lust drauf. Ist das auch noch ein Reiter? Ja! Es geht denn ab, ey! Hä, ist das irgendwie ein Bug oder? Krass, das war ein richtiges Ungewetter eben gerade. Also als wir die Folge gestartet haben. Na du, wie kommst du denn eigentlich hier rein? Aua. Aber die sind so schnell. Das ist voll schwierig, da zu treffen. Hä? So. Okay, perfekt. Warte mal. So. Ich habe auch noch gar nicht meinen Kaffee fertig getrunken. Beziehungsweise den Schaum noch nicht rausgekratzt. So ein schöner Milchkaffee. Ich trinke ihn ja auch eigentlich normalerweise auch schwarz. Beziehungsweise normalerweise trinke ich ihn mit Milch, aber ich kann ihn auch schwarz trinken. Muss aber sagen, manchmal ist der Milchschaum ziemlich geil. So. Okay, dann werden wir gar nicht lange zögern und uns einfach mal unsere Papier machen. So, und dann brauchen wir noch... Jawohl, da haben wir noch Leder. Perfekt. Cool. Okay, und tada! Wir haben ein Buch. Und mit dem Buch können wir jetzt mit Obsidian... Oh, scheiße, haben wir jetzt noch genug Obsidian? Nee, jetzt natürlich das wieder nicht, ne? Ach, Mann! Oder, warte, wo war denn das? Fuck. Haben wir überhaupt noch Obsidian irgendwo da? Einen. Weißt du was, dann bauen wir einfach das alte, das doppelte Portal ab, was sich da gebildet hat. Ja, und dann haben wir wieder genug. Hallo, Boot. So, das war nämlich da hinten, genau. So, und ich muss noch irgendwas machen, dass Boote runterfallen, wenn man irgendwie nicht dran ist. Ja, das war noch eine Option. Hui! So, ist noch ganz wichtig eigentlich. Na ihr, ich brauche euch später noch für so ein Book and Quill. Ich will unbedingt noch so ein kleines Notizbuch haben, damit ich mehr weiß, was wir zu tun haben. Das muss dann aber irgendwie seelengebunden sein. Ich will es ja nicht immer verlieren, dann ist ja doof. Mal schauen. Keine Ahnung. So. Okay. Huh. Oh, fuck. Lol. Das war ein guter Schuss. Der hatte richtig Wumms. Hat er einen Punchbogen? Jetzt habe ich Angst. Okay, puh. Warte, wo ist das Portal? Da? Muss das was essen? Ach Gott, verdammt, ich habe wieder kein Schild dabei. Ich Idiot. Ich vergesse das immer. Warum bin ich so doof? Wir brauchen auch nur 4, oder? Ah, eine Schaufel. Vier Obsidian, oder? Oder waren es 5? Aua. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Leute, der hat die Lytra gedroppt. Yay. Alter, was geht denn ab, ey? Das sind die schlimmsten von allen. Ich treffe die einfach nicht. Ätzend. Vielleicht hätte ich einfach schlafen sollen. Naja. Peng. Okay. So, da ist es doch. Gut, dann schauen wir mal. Machen wir es erstmal kaputt. Oder nehmen wir einfach die Ecken raus. So, wir müssen sie nicht unbedingt zerstören. Aber am besten gehe ich jetzt dafür drauf, ne? Also nach oben, bevor das jetzt mir wegfliegt. Naja, egal, ich krieg das schon. Hab ich's? Jawohl. Okay, noch ein Zombie, der kann noch hochspringen, scheiße. Na komm her. Oh mein Gott! Wow! Alter, also wirklich, Zombies mit Waffen in der Hand sollte man echt nicht unterschätzen. Die machen Schaden ohne Ende. Krass. Okay. Schnell, schnell, schnell. Hilf, ich habe Angst. Bitte nicht. Eigentlich brauchen wir jetzt nicht die Chill-Musik. Wir brauchen jetzt die coole Creepy-Musik. Die hier. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wo ich bin. So. Ach, Mann. So. Nein, da ist einer von hinten. Nein. Ach, Mann, ich war so knapp. Nochmal. Los, 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 los. Na, schneller. Okay. Huh. Haben wir es? Ah, wir haben es. Perfekt. Okay, weiter geht's. Okay. Let's go. Let's go. Na los, geh kaputt. Jawohl. Okay. Jetzt haben wir eine Elytra. Oh, hallo, na? Okay. Das ist ziemlich gut. Wow, Alter. Der war ganz schön sauer. Ich meine, ich habe ihn ja gerade mal schief angeguckt. Also, dass man direkt hochgehen muss, ist ja echt... Aggressionsprobleme, ekelhaft. So, dann gehen wir mal nach da oben.
So. So, Alter, ist echt crazy hier, muss ich sagen. Alter, die Musik, Leute. Hui. Fühl dich auch gerade schon so spirituell angelacht. Alter. So, vor allem diese Pferde, ne? Die verstehe ich echt nicht, warum die überhaupt hier sind. Es geht bei euch ab, ey. Also, wie viel muss es denn bitte getroffen haben? Ich meine, das ist ja kompletter Zufall dann. Crazy. Und es ist auch wieder Tag, da können wir die Tagesplaylist anmachen. Woo! Ja! So. Meine Lieblingsbeschäftigung ist einfach jetzt zwischen diesen coolen neuen Playlists, die ich gemacht habe, rumzuswitchen. Weil ich richtig stolz drauf bin. Okay, wir haben ein Buch, wir haben hoffentlich auch noch Diamanten. Da. Okay, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau wie, ich glaube das war so. Und dann einfach ein Buch drauf, oder? Ja. So, jetzt haben wir einen Enchanting-Altar. Weil ich bin wieder speziell und muss wieder ein eigenes Model machen. Ich würde es gerne freistehen machen, weil das bei meinem Model, glaube ich, falsch ist. Ja, genau. Ach, ich kann halt nicht so, doch nicht so gut modeln, es tut mir leid. Ich würde ihn aber auch nicht so in die Mitte stellen. Ist doof, wenn er halt an was dranhängt, dann kommen da solche komischen Schatten. Ich meine, ist ja auch okay. Können wir da noch irgendwie so eine Treppe oder sowas hinbauen oder so ein halbe? Geht das? Oh, perfekt. Okay, gut, dann wollen wir natürlich unsere Sachen enchanten. Vor allem unsere Rüstung. Aber vielleicht auch erstmal unser Schwert. Wir brauchen noch Lapis, ne? Haben wir Lapis? Wir haben Lapis. Da haben wir Lapis. Okay. Versuchen wir das doch einfach mal. Bane of Atropods und Sharpness. Okay, warte mal. Vielleicht sollten wir unsere Diamantsachen nicht mit so einem kleinen Ding spawnen, sondern erst dann, wenn wir wirklich, aua, wenn wir wirklich mehr davon haben. Aua, hör doch mal auf. Noch eine. Krass. Wisst ihr, was ich meine? Das war halt ein bisschen doof. Und die, ich muss die Spawnrate nochmal runterstellen. Auf 2% oder so. Oder auf 1. Ich glaube, das wäre noch sinnvoller. Okay, 1% ist definitiv fairer, glaube ich. So, was wollte ich tun? Genau, ich wollte das Zuckerrohr noch anpflanzen. Und zwar an der unendlichen Wasserquelle. Wenn wir doch mehr davon haben für später. Denn wir brauchten ja, glaube ich, noch für eine Karte brauchten wir noch Zuckerrohr, genau. Das heißt, wir brauchen noch relativ viel. So. Okay, dann können wir das nochmal durchgehen lassen. Perfekt. Ein paar Karotten. Na, wie viele sind's? 5. Nicer, dicer. Die können wir direkt nochmal nachpflanzen. Okay. Vielleicht können wir... Nee, wir können nicht mehr. Wir haben leider keine Zeit mehr. Aber in der nächsten Folge können wir auf jeden Fall das mit dem Kürbis machen. Da muss ich schon mal schauen, ob wir überhaupt noch einen Kürbis haben. Und pflanzen wir den direkt schon mal an. Und ich weiß nicht, wie wir das am besten machen, weil den müsste man am besten unterirdisch pflanzen, weil dann sieht es nämlich nicht so scheiße aus. Problem dabei ist, ich weiß nicht, ob man einen Kürbis extrem beengt anpflanzen kann. Wisst ihr, was ich meine? Das weiß ich halt nicht. Ich denke mal schon, aber ich weiß es nicht genau. So, probieren wir es einfach mal aus. Okay, also wir haben ja 4 Versuche. Ich würde den halt gerne einfach hier direkt unten drunter anpflanzen. Aber direkt unten drunter ist wahrscheinlich auch scheiße. Weil, naja, der hat kein Licht. Unter Wasser ist auch nicht möglich. Vielleicht können wir hier unter das Wasser eine Lichtquelle machen. Das wäre natürlich echt krass. Da bräuchten wir ein bisschen Glas. Und dann könnten wir sozusagen unter dem Wasser das Ding anpflanzen. Und dann brauchen wir am besten noch so einen kleinen Eingang da rein. Okay, ich habe eine Idee. Ich habe eine coole Idee. Können wir schon mal anfangen, das Glas zu schmelzen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich das Ganze umsetze, was ich mir hier gerade vorgenommen habe, schon wieder. So, wenn wir das Sandgift, ich mache noch mal ein paar mehr, falls wir uns doch noch umentscheiden, das anders zu bauen. Und ja, wahrscheinlich mache ich das sogar. Ja, ich nehme einfach das ganze Sand, den ganzen Sand. Okay, dann brauchen wir noch ein paar Treppen, also beziehungsweise Leitern und so eine coole Trapdoor. Warte mal, wo habe ich die Leitern hin? Habe ich noch Leitern gehabt? Habe ich überhaupt Leitern gemacht? Ja, für da. Dann mache ich mal neue. Da habe ich Sticks in hier. Sticks und Chicks. Mein Lebensinhalt. So, perfekt. Ach, super. Okay. Okay, okay, okay. Gut, genug Glas haben wir auch. Dann würde ich sagen, wir sind beim nächsten Mal. Wir setzen das dann mal um und versuchen mal hier eine coole Farm zu machen, die automatisch funktioniert. Und bis dann. Tschüss.
Ich habe euch alle ganz so lieb und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich in No Gravity, dem Projekt, wo ich Minecraft auf den Kopf stelle. Bis dann. Ha!